Einen wunderschönen guten Tag, Leute. Leidet ihr unter Flugangst? Hier kommen meine Tipps, was ihr gegen die Flugangst machen könnt. She got the perfect imperfections. I know this girl that picks the blessing. I feel the need to tell the whole world. I wish to keep it going just. Normalerweise sind Menschen nicht dazu geschaffen, um zu fliegen. Also ist Fliegen schon Stress für Menschen im Voraus. Also warum sich dann nochmal im Voraus stressen? Plane deinen Flug rechtzeitig, pack deine Koffer schon 1-2 Tage vor dem Flug. Besonders stressfrei wird dann noch der Tag, wenn ihr 1-2 Tage vorher online eincheckt, weil das reduziert den Stressfaktor bei dem Warten von vor dem Check-in-Schalter. Zweiter Tipp ist, wenn ihr Flugangst habt, ist das meistens mit Platzangst verbunden. Also wählt bei dem Online-Check-in eher einen Platz im Gang, weil dann habt ihr nicht das Gefühl, dass ihr eingeschlossen seid oder sonst noch irgendwas. Wenn ihr Höhenangst habt, setzt euch doch auch in den Gang, weil dann müsst ihr nicht aus dem Fenster gucken und dann habt ihr nicht das Gefühl der Höhe. Wenn ihr doch am Fenster sitzt, könnt ihr einfach den Sichtschutz während des Fluges einfach nach unten machen. Aber bitte denkt dran, nicht zur Landung und zum Start des Flugzeuges. Tipp Nummer 3, weiht andere Personen ein. Heißt, auch wenn es jetzt peinlich klingt, aber geht doch beim Boarding auf eine Flugbegleiterin zu und sagt ihr, hey, ich habe Flugangst. Diese Person nimmt euch das nicht übel, weil die haben dieses Problem hunderte Male am Tag. Die Flugbegleiter werden dich einfach nur 1-2-3 Mal während des Fluges checken, ob es wirklich gut geht. Das ist eine gute Sache, weil manchmal haben sie auch Tabletten gegen Flugangst, wo du einfach schläfriger wirst und nicht mehr so viel von dem Flug mitbekommst. Was auch noch hilft gegen Flugangst ist, redet mit eurem Sitznachbarn. Wenn ihr mit eurem Sitznachbarn redet, werdet ihr nochmal zusätzlich abgelenkt. Tipp Nummer 4 ist, vermeidet Panik vor der Panik. Was heißt das? Es gibt viele Filme darüber oder Dokumentationen, wo Flugzeuge abstürzen oder sonst sowas. Wenn ihr unter Flugangst leidet, ist es nicht direkt zu empfehlen, sich solche Filme anzugucken, besonders vor einem Flug. Klar gibt es immer das Problem, dass menschliches Versagen oder technisches Versagen ein großes Spiel spielt. Aber wenn ihr euch noch zusätzlich Panik macht bevor einem Flug, macht das die ganze Sache nur noch schlimmer. Außerdem muss man in diesem Thema sehr stark differenzieren zwischen einem Film und der Realität. Also guckt euch lieber eine Tierdokumentation an. Tipp Nummer 5 ist, fliegt nie mit leerem Magen. Es verstärkt nur noch mehr das flaue Gefühl und verstärkt euren Stressfaktor. Esst lieber was Leichtes. Was Leichtes heißt, esst Gemüse, Beeren oder einen leichten Joghurt. Das hilft jedes Mal. Sehr zu empfehlen ist, trinkt einen beruhigenden Tee. Auf jeden Fall keinen grünen oder keinen schwarzen Tee, sondern trinkt einfach einen Früchtetee oder einen beruhigenden Kamilletee. Wovon ich sehr abrate, ist koffeinhaltige Getränke. Dazu zählt Kaffee, schwarzer Tee, grüner Tee und Cola. Weil Cola kurbelt nur noch mehr eure Nervosität an und ihr habt noch mehr Angst während des Fluges. Tipp Nummer 6. Was auch noch sehr wichtig ist, ist das richtige Atmen und Entspannung. Entspannt euch während des Fluges. Ihr fliegt in den Urlaub, wir machen den Job. Wir müssen arbeiten, ihr legt euch einfach zurück und genießt den Flug mit uns. Heißt, setzt euch aufrecht hin, nehmt sehr lange und tiefe Atemzüge. Das beruhigt euren Körper und lässt euch mehr relaxen und entspannen während des Fluges. Was auch noch sehr wichtig ist, ist die Ablenkung. Viele Airlines bieten heutzutage ein Entertainment-Programm an. Also klickt euch durch das Entertainment-Programm der Airline oder ladet euch Filme auf euer Tablet runter und guckt ein paar Filme. Wie gesagt, ich rate euch ab, Horrorfilme zu gucken. Aber warum guckt ihr euch nicht mal eine Dokumentation an oder ein Video von Flying Dan?
Was auch gegen Flugangst hilft, sind Medikamente gegen Flugangst. Es gibt zum Beispiel leichte Baldrian-Tropfen oder leichte Beruhigungsmittel, die beruhigen euch ein bisschen und reduzieren euren Stressfaktor während des Fluges. Mein letzter Tipp ist, wenn alle Tipps nicht mehr helfen, sucht euch professionelle Hilfe. Da gibt es in Deutschland viele verschiedene Flugärzte oder Coachings, die euch dabei helfen, die Luftfahrt besser zu verstehen. Weil Menschen sind nicht dazu geschaffen, zu fliegen. Deshalb verstehen die Leute nicht, warum können 70, 80 Tonnen einfach so fliegen. Das ist der größte Grund, warum einige Leute Flugangst haben, weil sie einfach nicht verstehen, was der Hintergrund ist, warum ein Flugzeug fliegt. Aber das ist ganz normal. Nicht jeder ist Pilot und nicht jeder befasst sich mit dem Thema, warum fliegt ein Flugzeug. Auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr auch auf dieses Video geklickt habt. Lasst mir auf jeden Fall ein Abo da. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, die ich beantworten soll, schreibt sie mir in die Kommentare, schreibt mir eine E-Mail und ich werde darauf zurückkommen. Vielen Dank fürs Einschalten und wir sehen uns das nächste Mal. She got the perfect imperfections. I know this girl depicts a blessing. I feel the need to tell the whole world, cause I know some girls who missed the message. I wish to keep it going just us. I wish these nosy hoes were just us. I got dreams to share just with you. You and I got that golden touch. You got like the perfect flaws. You look like you deserve it all. I can see.